man muss wirklich sehr diszipliniert gucken, dass man nicht diese Grenzen überschreitet, an die man sich sonst halten würde. Es ist tatsächlich so, dass der Körper nachts zum Beispiel in sehr seltsame Zustände verfällt. Oft schläft dann der Körper oder man merkt, er ist erschöpft, er kann das eigentlich, also kann nicht mehr, schläft. Also das kann man auch richtig wahrnehmen. Der Geist ist unfassbar wach und schmiedet Pläne, sehr konkrete Pläne, sehr gefährliche Pläne, denn die sind tatsächlich umsetzbar, die auch ganz viele verschiedene Positionen abgehen, eben damit es als kriminelle Handlung nicht nachvollziehbar ist oder sich nicht auf einen selber zurückwirft. Ansonsten quält sich der Körper furchtbar, weil Rache tut selber weh, also das ist ein schmerzvolles Körpergefühl. Ich habe das so erlebt, dass oft so an einer Stelle des Körpers es irre heiß geworden ist. Und wenn man mich dann noch so da, wo ich dann der Rücken dran gelehnt war oder so, die Hand draufgelegt habe, ja, es war tatsächlich wesentlich heißer. Man ist sehr scharfsinnig. Ja, also es ist ganz konkret und ganz erlebbar. Und dennoch hast du eine letzte Steuerungsinstanz ja diesen Kontakt zu dir bewahren können. Sonst wärst du ja all diesen Fantasien nachgegangen. Du hast Also. vorhin was von Strafe gesagt. Tatsächlich hält Strafe einen jetzt erstmal ab. Aber eigentlich auch nicht sehr weit. Aber wie ich dann eben erschreckt festgestellt habe, und als dann sich diese Feuerfantasien konkretisiert haben, bis zu bestimmten Planungen eben, da habe ich gedacht, jetzt muss ich hinter mir selber zurückstehen. Das muss ich hinkriegen, denn das ist nicht mein Wesen. Es kommt zwar aus meinem Wesen, aber es ist nicht meine Wesenhaftigkeit. Ich muss warten. Ich war ja auch hilflos dem ausgeliefert. Wahrscheinlich hätte man zu einem Psychologen gehen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht genau. Aber letztlich hast du es ja geschafft. Bibi, ist es dann ein Schalter gewesen, also wirklich was ganz Radikales oder ein Prozess, dass es immer wieder, so wie es hochgekommen ist, sich ausgedünnt hat praktisch? Nein, ich habe mich dann tatsächlich darauf konzentriert, diese Qualspirale zu verlassen, Zeit vergehen zu lassen. Da in der Zeit war auch dieses Gespräch mit diesem Menschen, der sich mit Buddhismus auskannte. Und dann habe ich versucht, zu sagen, ja, hinter mich selbst zurückzustehen und einfach nur Zeit aushalten, in der Hoffnung, dass es vorbeigehen möge. Ich glaube auch, dass Menschen.